Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des noch nie dagewesenen Formats Manuel meint im Gespräch. Aber das ist ja auch heutzutage in Mode, dass man einfach wild mit Formaten um sich schweißt, dass man halt so das Gefühl gibt, man würde hier was Regelmäßiges machen. Meine Zuschauer wissen natürlich, dass sie bei mir sich generell auf nichts verlassen können. Jetzt habe ich mir heute einen Gast in die Sendung eingeladen, den ihr auch schon sehen könnt. Den möchte ich gleich mal begrüßen. Das ist der Lukas. Hallo Lukas. Hi Manuel, grüß dich. Und der Lukas wird uns ein paar Dinge erzählen. Ich habe natürlich auch vielleicht einen gewissen Bezug auch schon zum Lukas, denn der Lukas hatte mich auch schon mal zu Gast in seinem Podcast. Ich möchte aber generell noch vielleicht vorneweg sagen, das ist jetzt was, was dich leider gar nicht betrifft, Lukas. Ich muss nur natürlich auch meinen normalen Abonnenten ein paar Hintergrundinfos geben. Es ist nämlich so ein bisschen in Mode gekommen, dass man eigentlich anfängt, über irgendwelche Leute zu reden, auch im Internet, so diese Videos, die über denen sind. Und es wird eher mal auch jemand schlecht gemacht. Ich möchte mich da nicht ausnehmen. Es gibt ein paar Protagonisten, über die amüsiere ich mich. Da mache ich dann auch mal ein bisschen Satire. Ich möchte aber auch sagen, dass ich es auch als wichtig ansehe, dass man auch mal einfach positiv Projekte oder Ideen, denen auch mal eine Bühne gibt. Und da empfinde ich es einfach auch für mich als wichtig, auch mal hier zu zeigen, ich kann nicht nur haten, sondern ich finde andere und die Dinge, die sie machen, auch cool. Und da kommst du nämlich ins Spiel, dass ich mir gedacht habe, Lukas, das, was du machst, wäre auch für meine Zuschauer interessant. Das wird uns einfach mal drüber unterhalten. Jetzt heißt dieser Beitrag Goodbye Matrix, Lukas Steffen im Gespräch. Da haben wir uns lange geeinigt, dass das auch für dich so okay ist. Woher kommt der Name Goodbye Matrix? Hast du vielleicht ein gleichnamiges Projekt, was wir gleich mal hier vorstellen können? Erstmal vielen Dank für die ganzen Blumen am Anfang, ob ich dem gerecht werde. Ja, also der Name Goodbye Matrix stammt ja jetzt gar nicht aus meiner Feder direkt. Da muss ich jetzt auch mal sagen, dass der liebe Sergio, der es gestartet hat, der ist schon 2 Jahre jetzt auf sozusagen auf Dauerweltreise. Seit einem Jahr auch zusammen mit seiner Freundin Dora. Und er lebte sozusagen diesen staatenlosen Lebensstil schon eine gewisse Zeit vor. Und ich habe mich da so ein bisschen rangepatscht, weil ich fand das, ich habe auch sein Projekt auch länger verfolgt und fand das alles sehr spannend. Die Ideen, die er auch da so mit breit in die Welt getragen hat, und habe ihn einfach auch mal angeschrieben damals. Wie wär's? Gibt es da irgendwie Themen, die dich jetzt gerade so beschäftigen, wo man vielleicht auch mit anknüpfen könnte, weil ich finde die ganzen Themen auch sehr spannend. Dann meinte er, ja, ich habe jetzt das Podcast, also dass man das auch in Audioformat weiter nach außen trägt. Da käme jetzt nicht dazu, weil auch wirklich viel Arbeit hat, schon mit den ganzen anderen Themen. Okay, hab gedacht, ja klar, gerne. Kann ich mir vorstellen, dass das bestimmt eine spannende Sache ist, und so ist er mittlerweile auch schon 15 Folgen draußen. Und ja, habe mich dann also mit dem Goodbye Matrix Podcast da jetzt auch auf die Beine gestellt. Ja, super. Insofern hätten wir ja schon das erste Projekt, was ich gerne auch meinen Zusehern vorstellen möchte. Nicht nur, weil ich da auch ein Part dieser 15 Folgen bin. Wie du gerade schon erklärt hast, der Lukas betreibt einen Podcast, wirklich dieses ganz klassische Audioformat. Einmal die Woche, immer freitags, unter dem Titel oder dem Namen Goodbye Matrix. Und im Endeffekt stellst du da verschiedenste Menschen ihre Geschichten vor, die für sich einen Weg gefunden haben, aus dieser Matrix rauszukommen. Und ich habe ja dann auch ein paar schlaue Sätze versucht zu formulieren. Könnt ihr euch ja selber überlegen, ob mir das gelungen ist. Jetzt ist es aber so, dass du jetzt für mich nicht nur jemand bist, der einen Podcast macht über die Thematik, sich von irgendetwas zu lösen, sondern du hast ja auch schon, wie man vielleicht auch sehen kann, dass du jetzt nicht im verschneiten Deutschland sitzt, sondern im Endeffekt, was mich natürlich eigentlich interessiert, dein Weg aus der Matrix, der sich dann natürlich auch über sowas wie einen Blog oder so auch für andere nachvollziehen lässt. Ich denke mal, ein paar meiner Zuschauer haben schon mal sowas von Perpetulu Traveler gehört. Wir haben uns gerade vorher mit dem Begriff digitaler Nomade beschäftigt. Man hätte vielleicht vor 20 Jahren gesagt Aussteiger, keine Ahnung, ja, da gab es bestimmt, oder andere Begriffe. Nur hast du ja für dich einen Weg gefunden, aus einer Matrix auszusteigen, und hast einen Lebensstil oder ein Leben, was du gerade führst, was vielleicht nicht für jedermann so zugänglich ist, was aber doch sehr wohl mit dem Thema Freiheit zu tun hat. Jetzt würde ich dich vielleicht einfach mal bitten, Lukas, ohne dass du jetzt da irgendwie zu viel auch aus deinem Nähkästchen plauderst,
vielleicht in was für einer Situation du auch mal hier in Deutschland in der Matrix warst und wie dein Leben jetzt aussieht, also wie du das verändert hast, ohne ja, dass wir da jetzt eine Stunde drüber sprechen, aber ich bin mir sicher, du hast da ein paar interessante Infos für uns, ja? Ja, wie ging das alles los? Das war natürlich auch, sagen wir mal, ein langer, langer Prozess. Ich meine, das ging ja schon damals los, während meines Studiums. Da habe ich Informatik studiert. Da kam ich sozusagen auch zum ersten Mal so mit so ganz bösen Ideen in Konfrontation, also Stichwort Libertarismus, Voluntarismus, was du ja auch unter anderem mit Freiwillig Frei ja auch betreust. Das waren auch so mit die ersten Kanäle, die auf die ich aufmerksam wurde, die mich da so ein bisschen gebrainwashed haben, sage ich mal. Im Und Positiven. da genau, das war so am Ende vom Studium und dann ja. Es war halt echt so, also das war dann trotzdem ein langer Prozess, so von dem typisch, ich war dann doch vorher sehr links eingestellt, so wie man das halt so kennt, auch gerade im Studentenumfeld war ja mehr oder weniger alle Kommilitonen ja auch so drauf, da hat man ja auch irgendwie nichts anderes zu hören bekommen. Ja, und dann ging das so weiter, da habe ich noch eine Ausbildung hinten dran gehangen, zum großen Außenhandelskaufmann, ja, war so ein bisschen der Quereinstieg dann. Und da wurde es halt dann echt in der Zeit, so die 2,5 Jahre, da wurde es dann, hat sich das so immer weiter in mir so aufgetürmt, so, okay. Also, das waren halt so parallel zwei Sachen. Also, einerseits natürlich die Sache, ich war dann ja auch noch eine Zeitweise angestellt. Immer mehr, der Wunsch wurde auch immer größer, selbstständig zu werden. Das war der eine Sache. Und andere war halt natürlich der freiheitliche Aspekt, der das eben noch zusätzlich nach vorne getrieben hat, so dass ich viele Sachen, die so Politik, Medien, Staat, was auch immer läuft, ich überhaupt nicht mehr zufrieden war. Und ja, das und dann wie findet man da so für sich den richtigen Weg? Und dann gab es dann so einen Blog, der heißt staatenlos.ch von Christoph Heuermann. Der hat dann irgendwie so auch alles verbunden aus den ganzen Welten, was mich so beschäftigt. Also einerseits natürlich die Selbstständigkeit, in dem Fall die Online-Selbstständigkeit, also ortsunabhängig. Und das andere dann entsprechend das sich lösen von der Matrix auch. Wie er das zum Beispiel gestaltet, sich einfach aus Deutschland abmeldet und dann erstmal sozusagen staatenlos, also frei von irgendwelchen Steuerpflichten in irgendwelchen Ländern ist und das sich so aufbaut, weil, wie du auch eben gesagt hast, vor 20 Jahren war es ja noch nicht denkbar, da hat man die Auswanderer genannt oder so, aber da war das ja so noch nicht denkbar vor dem Internet. Aber was eben heutzutage möglich ist, ist halt unglaublich und dass man das eben einfach verbinden kann, obwohl man nirgendwo einen Wohnsitz hat und irgendwo gemeldet ist und trotzdem Geld verdienen kann. Ja, und das auf legalem Wege. Gut, das wäre vor 20 Jahren vielleicht auf illegalem Wege noch gegangen oder so, aber das ist halt schon verrückt und finde ich total spannend. Ich wollte es dann auch ab dem Moment einfach nur noch ausprobieren, egal wie. Also mit vollem Risiko auch. Ja, ich muss sagen, als du gesagt hast, du hast studiert, dann hast du noch da eine Lehre gemacht, so, also da könnte man jetzt so als der potenzielle Schwiegervater oder Schwiegermutter sagen, also da bin ich ja stolz auf den Steffen. Wenn der hat was Vernünftiges vor, der schlägt dir einen Weg ein, da kann die ganze Familie stolz sein, ne? Und trotzdem hast du für dich gemerkt, damit werde ich irgendwie nicht glücklich, da gibt's noch mehr da draußen. Und dann hast du irgendwann mal eine Entscheidung getroffen zu sagen, okay, und jetzt wisst ihr was? Ich habe hier Informationen jetzt eben durch den Christoph vielleicht auch bekommen. Da gibt es Möglichkeiten auf dieser Erde anders zu funktionieren, ja, sich vielleicht von gewissen Ketten der Anstellung zu lösen. Ich meine, du hättest ja auch hier bleiben können. Ich bin ja auch hier und selbstständig. Aber Ja. für dich war das noch nicht genug. Und du hast dir gesagt, jetzt lasse ich eigentlich alles. Und das ist schon auch was, was man vielleicht auch wirklich als echtes Risiko sehen muss. Auch in jungen Jahren, man hat ja irgendwie auch eine Verwurzelung da, wo man ist. Ja? Das heißt, man hat ein gewisses Netzwerk, sei es die Freunde, die Familie. Hier gibt es natürlich auch immer so etwas, was einen leichter mal auffängt. Also jetzt nur mal, wenn ich dran denke, selbst ich in meinen 38 Jahren, also wenn ich irgendwo mal wieder einen Unfall hätte oder auf der Straße liegen bleibe, so, dann würde ich auch meine Familie anrufen, so, hey, kann mich hier jemand abholen? Ich bin in der Pampas. Das sind natürlich lauter Sachen, die hat man nicht mehr, wenn man seine Heimat wirklich über vielleicht ein paar Kilometer zurücklässt. War das für dich aber immer so gleich parallel, dass du gesagt hast, ich habe jetzt diesen Weg da kennengelernt, dass man, ich nenne es jetzt einfach mal, Internet-Business macht
dass man praktisch im Internet Geld verdient, oh, und dann ist es auch egal, wo man ist. Eben, da können wir vielleicht auch ein paar Beispiele nennen, was das bedeutet. Ja, das heißt jetzt nicht, dass du nur irgendwelche Werbeseiten betreibst, wo irgendwelche Banner Leute auf Pornoseiten bringen, dann wären wir ja wieder in der Illegalität. Ja, das heißt, du bietest eine Leistung an, die Nachfrage hat, die funktioniert. Da gibt es diverseste Möglichkeiten. Ich habe da auch sicherlich ein paar Beispiele. Aber wie kamst du dann auch wirklich zu sagen, und jetzt verlasse ich auch dieses Deutschland? War das vielleicht auf der einen Seite, dass du dich vielleicht noch mal kurz weiter ausgeholt, du hast das Gefängnis vielleicht erst erkannt durch eine Sichtweise. War das so, dass du dich in Deutschland so sehr gefangen gefühlt hast? Oder hast du erkannt, dass die Freiheit woanders um so viel größer ist? Gefangen gefühlt, ist vielleicht auch ein bisschen hochgestochen. Also, wie gesagt, das waren bei mir einfach Prozesse, die parallel gelaufen sind. Also auch generell der Entdeckergeist, auch zu sagen, jetzt ich will auch die Welt sehen. Das sind halt so viele kleinere Sachen. Und dann das absolut Geniale war halt auch einfach meine Freundin Larissa, die ich jetzt auch knapp 2 Jahre zusammen bin. Die habe ich auch schon ganz normal in Deutschland kennengelernt, wie man halt so macht. Und auch sie wollte jetzt den weiteren normalen Weg einschlagen, nach dem Abitur eine Ausbildung machen und so weiter. Und aber wie ich ihr davon erzählt hatte, war sie auch gleich Feuer und Flamme, hat gesagt, kannst du dir vorstellen, auch mit mir auf Weltreise zu gehen, habe ich erstmal natürlich schöner verkauft. Und sie hat dann auch ja, gleich ja gesagt. Und das war auch noch so ein zusätzlicher Kick, wo ich dachte, oh, klasse, genial. Dann ist man zumindest mal nicht, wenn man jetzt mal durchstartet, dass alles komplett neu und alles komplett fremd ist. Das ist definitiv auch eine super Stütze. Das habe ich jetzt auch die ersten Monate hier gemerkt. Wenn irgendwas ist, dass man da nicht einfach komplett hilflos ist. Also definitiv. Also so bin ich jetzt auch nicht drauf, dass ich irgendwie alles komplett abbrechen könnte oder so. Also ich habe auch noch gerne den Kontakt zu nach Hause und zu meinen Familien und Freunden. Das ist mir auch sehr wichtig. Also so ist es nicht. Andererseits, ja, grüße ich jetzt aus dem schönen warmen Thailand. Eine wunderschöne Insel hier, Koh Phangan. Jetzt auch schon ein paar Wochen hier. Es hat alles Vor- und Nachteile. Also ich bin immer noch nicht so richtig. Also ich bin jetzt erst knapp 2, 3 Monate unterwegs. Also das braucht noch alles so, um das so richtig zu realisieren. So, das ist ein komplett neues Leben. Auch der ganze Alltag hat sich komplett gewandelt. Aber soweit läuft es gut und es ist schon Wahnsinn. Also ich kann es immer noch nicht so richtig realisieren. Wenn man jetzt so zurückblickt, vielleicht auch an die Zeit, wo du eben dann noch als Angestellter oder so warst, würdest du sagen, dass du damals eine Vorstellung von einem Leben hattest, die du als Traum bezeichnet hast, die du heute lebst? Also wenn du damals hättest ein Bild malen müssen vom Steffen in 5 Jahren, was wäre ein Traum, wenn ich dieses Leben erreichen könnte? Würdest du sagen, du bist eigentlich jetzt schon in der Verwirklichung deiner Träume? Also auf jeden Fall sehr guten Schritt weiter. Also, wenn man sieht, den ganzen Prozess, den ich auch mit mir selber vor allen Dingen getragen habe, das war ja, das meiste findet ja irgendwie, kämpft man ja mit sich selbst eigentlich, den größten Teil. Nicht unbedingt mit der Außenwelt, auch wenn das natürlich dann auch ab dem Moment, wo man das nach außen trägt, sehr viel mit Widerständen oder mit Einwänden, auch positiv, negativ, Kannst du doch nicht zu kämpfen. machen! Das Ja, also. Risiko! Ja, also, ja, aber überraschenderweise auch zum Beispiel noch mal im alten Kollegenkreis, wie ich mich da sozusagen verabschiedet hatte, da war auch sehr viel positiven Resonanz und gesagt, ja, wow, das ist aber mutig, hätte ich mich nicht getraut, kam auch überraschenderweise auch so viel positives Feedback. Natürlich hat man auch an negativen Feedback alles Mögliche gehört, also bis, was ist, wenn du gekidnappt wirst in Mexiko, bis. Ja. Ja, was ist mit der Krankenversicherung? Es gibt ja Millionen Fragen, genauso wie die typischen Einwände. Ja, was ist mit den Straßen, wenn man sagt, man möchte keinen Staat oder keine Steuern oder so? Man kennt das ja. Aber würdest du Aber sagen, bis nochmal auf deine jetzt? Frage zurück. So, genau, auf Hm? deine Frage zurück. Auf jeden Fall einen sehr guten Schritt weiter. Alleine der ganze Prozess bis hierhin, dass man irgendwie seinen ganzen Hausstand aufgelöst hat, was das schon für eine Arbeit war, das alles in eBay reinzusetzen zum Beispiel, und dann einfach die Koffer zu packen, loszufliegen und allein das gemacht zu haben, war schon ein Riesenschritt.
Und ich habe es bis heute auch nicht bereut. Also ich bin da sehr, sehr glücklich drüber. Und auch jetzt die Projekte, die ja schon vorher liefen und jetzt auch neu losgehen, sind sehr vielversprechend, dass man entsprechend auch ja, für seinen Unterhalt dann auch sorgen kann, außerhalb des Angesparten. Deswegen ist nach wie vor noch viel Spannung, bis es so richtig läuft. Ich meine, wir können es gerne auch noch, vielleicht, soweit du das auch verraten möchtest, auch ein bisschen konkreter auch machen, mit was für Möglichkeiten man auch im Ausland Geld verdienen kann, was halt dann eben nicht mehr beim Finanzamt 3 hier in München auf dem Konto läuft, sondern die haben halt einfach auch keinen Zugriff mehr drauf, nehme ich an, weil du halt nichts mehr mit Deutschland dann zu tun hast. Ja. Was mich jetzt vielleicht auch noch wirklich interessiert, so dieses Leben jetzt und dieses Gefühl, wo du gesagt hast, so den ganzen Hausstand verkaufen, so diese ganzen Dinge, die man ja auch als Immobilie bezeichnet oder was in einer Immobilie zu steht. Auf der einen Seite kann das ja Sicherheit geben. So, ich weiß, mein Schreibtisch ist morgen noch da. Ich werde morgen wieder auf diesem Stuhl pfurzen können. Der Monitor ist da. Aber auf der anderen Seite, und das ist wirklich was, wofür ich dich beneide, und da bin ich auch ganz offen und ehrlich, denn ich hatte das ja in dem Podcast auch gesagt, für mich ist die Option halt nicht mehr da, weil der Preis zu hoch wäre, das alles aufzugeben. Aber wahrscheinlich wirst du zu mir sagen, dass es schon auch sich wahnsinnig befreit anfühlt, wenn man irgendwie genau weiß, egal was passiert, so ich kann jetzt mich frei bewegen. Und vielleicht auch noch erweitert, das, was du machst, das ist ja jetzt hier nicht, ich will jetzt die Welt kennenlernen, so nach dem Studium, ich habe jetzt jemand Erspartes, sondern du, so verstehe ich das, das, was du machst, ist auch eine Art Businessmodell. Dass es sich nicht nur darum handelt, ich habe es jetzt geschafft, am Strand zu liegen, sondern es geht darum, dass du halt auch dein Geschäft natürlich darauf aufbaust und es nicht nur um das Leben an sich geht, sondern auch um die Möglichkeit, vielleicht auch genau durch das an verschiedenen Orten zu sein, da natürlich auch andere Geschäfte machen kannst, vielleicht auch andere Geschäftsmodelle erst funktionieren. Wenn es für dich okay ist, wäre das für mich auch wirklich super interessant, wenn wir da ein bisschen den Vorhang lüften. Ich möchte das auch nicht zu konkret machen, aber ich sage jetzt mal, man könnte jetzt ja zum Beispiel auch Aktien traden. Das hat man auch schon machen können vorm Internet und da hätte man auch, egal wo man ist, unabhängig sein Geld verdienen können. Ja. Wir werden auch noch auf den Bereich Kryptowährungen zu sprechen kommen, weil das auch ein Projekt von dir ist. Mhm. Ich denke mal, dass das sicherlich auch irgendwo ein Bestandteil ist, deines Business-Konzeptes, dich auch mit Kryptowährungen zu beschäftigen. Andererseits können es auch ganz normale Beteiligungen natürlich in Unternehmen sein. Ja? Ja. Wie weit würdest du dich jetzt als Trader oder als Spekulant bezeichnen? Ja? Spekulatius gibt's ja jetzt hier gerade. Ist das ein Bestandteil deines Businessmodells? Zwangsläufig, ja. Ich habe den großen Fehler gemacht und habe Bitcoins gekauft letztes Jahr. Um die Zeit, da warst du bei 700 Euro. Und ab dem Moment ist man ja irgendwo Spekulant. Ne? Klar. Ganz, ganz gezwungenermaßen. Obwohl man eigentlich auch schauen, die sind gestern schon wieder gefallen. Ja, aktuell ist der Bitcoin so ein bisschen am stagnieren, aber dafür sind die anderen 1000 Coins, die es noch so im Umlauf gibt, stark am steigen. Also man kann auch da noch so ein bisschen was mitnehmen. Ja, also wie auch immer, was soll ich sagen? Ja genau, dann sehe ich mich natürlich auch in gewisser Weise als Spekulant, aber auch wenn man das Geld einfach in Fiat-Währung hält, jetzt wie Euro oder Dollar, ist man ja auch in gewisser Weise ein Spekulant darauf, dass das Geld morgen noch das Wert ist, was auf dem Papier steht. Dementsprechend ist halt generell so Forex, also Währungstrading, ist halt immer einem gewissen Risiko verbunden. Ist einfach so. Ja, und so ging das halt los. Das habe ich eher vor einem Jahr einfach mal so nebenbei gemacht. Komm, steckst du mal ein bisschen was rein, guckst dir mal an. Und dann ging das so wahnsinnig ab. Und seitdem ist da so das Interesse wirklich exponentiell auch gewachsen, damit auch der Kurs. Und dann wird es irgendwann tatsächlich relevant, weil es tatsächlich auch finanziell irgendwo schon in Dimensionen geht, die man sich nicht da erträumen lassen kann einfach. Ja, dementsprechend ist das definitiv ein Standbein jetzt geworden, was ich auch interessant finde, das jetzt auch weiter zu nach außen zu tragen, jetzt auch mit unserem neuen Projekt, was ich auch zusammen mit dem eben genannten Sergio mache, von Goodbye Matrix. Das nennt sich jetzt Palms and Coins. Also die Palmen und die Coins. Wo findet man angelehnt. Das? Habt ihr da einen eigenen YouTube-Channel, eine Internetseite oder einen Podcast, dass ja. Ich hier eine URL vielleicht dazu einblenden sehr, kann? Sehr, sehr gerne. Es ist wirklich gerade ganz frisch in den Kinderschuhen noch
ein kleines Baby noch. Also Palms and Coins, Palms wie die Palme auf Englisch geschrieben, and ausgeschrieben und dann Coins, also die Pluralform.com. Cool. Gibt es auch mittlerweile einen YouTube-Channel, palmsandcoins.de. Also wir machen das jetzt deutsch- und englischsprachig, aber wir starten jetzt erstmal deutsch. Also gibt es dann auch später noch einen englischsprachigen YouTube-Channel. Der deutsche ist schon online, kannst du auch gerne reinsetzen. Ja, und da wollen wir halt eben sozusagen Kryptowährungen auf einem leicht verständlichen Weg an die Leute bringen, weil wir merken jetzt auch allein über Good Matrix haben wir ja schon öfters mal die Themen so angeschnitten. Mhm. Und dann gibt es immer wieder ganz viele Menschen, die Fragen stellen und dann so ein bisschen hilflos sind, erstmal so mit dem ganzen Thema, weil das wirklich sehr, sehr viel Input erstmal benötigt, um die ganzen technischen Hintergründe zu verstehen, was ist Blockchain, was ist Bitcoin, bis hin zu dem, wie man überhaupt Bitcoin kaufen kann und dann auch noch später traden kann, das absichern kann. Da gibt es so viel zu beachten, so viele Fragen. Da dachten wir einfach, komm, wir sind jetzt hier gerade auf einer schönen Insel, gibt es viele Palmen, dann wollen wir das eben auch genauso, diese locker leichte Art über diesen Namen alleine schon rüberbringen. Ja, dass das eben, dass man es auch wirklich relativ easy alles verstehen kann. Und wir wollen auch noch den Aspekt reinbringen, einfach, dass man Kryptowährungen tatsächlich auch einsetzt, weil das sind Währungen, wie es im Namen steckt. Aktuell ist natürlich ein starkes Investment getriebenes Ding, dass die Leute das alle halten und darauf spekulieren, dass der Preis steigt und so weiter. Aber wir wollen halt wirklich auch den Aspekt nach vorne bringen, dass das Währungen sind, dass man das im tagtäglichen Leben auch einsetzen kann, damit was weiß ich, alles kaufen kann, am möglichst sogar das Brötchen beim Bäcker oder und so weiter. Und dass wir eben auch zeigen, jetzt, wir sind ja alle gerade sehr mobil, sehen viel von der Welt, sind viel unterwegs, dass wir dann, egal wo wir gerade sind, irgendwo vielleicht ein Bitcoin-ATM finden, das zeigen, irgendwelche Bars, Kneipen oder Supermärkte teilweise auch, da einfach mit Bitcoin oder mit anderen Kryptowährungen bezahlen und das einfach auch zeigen, hier geht das und ihr könnt das auch machen, ist einfach. Und dass man wirklich da auch den Leuten sagt, ja, es gibt endlich eine richtig geniale Alternative, außer jetzt natürlich den Edelmetallen, um aus Fiat-Währung rauszukommen und da wirklich eine sehr gute, dezentrale und zentralbankfreie Alternative zu nutzen. Mhm. Ich sag mal, um das jetzt auch nochmal konkret mit der Kryptowährung natürlich anzusprechen, also wenn du jetzt schon sagst, dass Bekannte Angst hatten, dass du vielleicht in Mexiko ausgeraubt wirst, also wenn du jetzt mit einem Koffer Goldmünzen durch die Welt reisen würdest, dann hätte ich natürlich auch ein ganz anderes Risikoverständnis, aber auch da lebst du ja praktisch auch schon eine Anwendung, die Kryptowährung im Moment für mich als wirklich ganz klaren Anwendernutzen haben, dass sie halt einfach barrierefrei, dass sie niemand besitzt, in jedem Land verfügbar sind. Und das, denke ich mal, ist auch eine Erfahrung, die du bestätigen kannst, dass du eben dadurch, dass du dich auch damit beschäftigt hast, ist es eine Erfahrung, dass du genauso in Thailand mit dem Thema Bitcoin auf sag ich mal, Zuhörer triffst, das anwenden kannst und wahrscheinlich genauso in Singapur und wenn du auf die Philippinen rüberfliegst, genauso, oder? Ja, nur die Regulationen sind ja wirklich von Land zu Land sehr unterschiedlich. Wenn du gerade ein Beispiel bringst, Singapur ist ja mit einer der World Economic Freedom Index ganz weit vorne. Also da ist natürlich alles möglich, alles erlaubt. Da gibt es viele Startups in dem Bereich. Thailand hat das Handeln und so weiter schon lange verboten. Ja? Offiziell. Ja, das ist natürlich immer eine Frage, wie willst du was verbieten, was einfach da ist, dezentral. Nur man hat es halt sozusagen einfach gesagt. Ne? Also es ist natürlich immer dann die wirkliche Umsetzung, das zu kontrollieren, ist faktisch so gut wie nicht gegeben. Also und das ist natürlich auch jetzt als digitaler Nomade, wie du es zum Beispiel sagst, der viel unterwegs ist, ist eine geniale Sache. Zum Beispiel jetzt zu Edelmetallen, da hat man allein am Zoll oder an Flughäfen Probleme, da gewisse Beträge, die überschritten werden, muss man ja deklarieren und so weiter und man kommt da gar nicht mehr rein. Mittlerweile auch mit vielen Bankguthaben, zum Beispiel USA, wenn man da irgendwie über 10.000 Euro mit einführt über Guthaben, da sind ja schon nicht mehr deklarationsfrei und überall gibt es irgendwelche komischen Regeln und dabei bin ich einfach nur ein freier Mensch, möchte einfach gerne mich bewegen, wie ich möchte.
Und das sind in Kryptowährungen geniale Sache. Also Bitcoin ist ein super Asset-Klasse mittlerweile auch geworden, um da einfach sozusagen einfach mal Geld hinzulegen, zu parken. Und dann hat man den Private Key in der Hand mit einem Hardware-Wallet, und dann ist gut. Da kann ich immer überall nochmal auf Geld verfügen. Das ist einfach, macht die Sache doch sehr viel einfacher. Ja, weil das wirklich auch eine Frage war, die letztens auch mal in einem so einem Livestream von mir war, dass es schon natürlich auch immer so Kritiker der Kryptowährung gibt, die sagen, ja, und dann wird das halt verboten und dann habt ihr eure Bitcoins nicht mehr. Jetzt bist du auch in einem Land vielleicht schon gewesen, wo das, oder bist ja gerade im Land, wo das eigentlich verboten ist, damit zu handeln. Man kann es nicht verbieten, weil es nicht nachkontrollierbar ist, oder? Ja, es betrifft ja auch erstmal nur die Einheimischen, also die hier auch. Naja, ist natürlich auch immer so eine Sache, ne? Die haben Also dann es ist Angst wahrscheinlich. es ist für Thailänder verboten, sozusagen über Exchanges oder über Börsen Bitcoins zu kaufen. So. Aber ich bin hier Tourist, also ne? Ist halt dann wieder eine andere Geschichte. Aber klar, wie willst du verbieten? Also klar, du kannst natürlich da schon die Hürden schon erhöhen. Also gerade das Gateway Fiat-Währung zu Kryptowährung. Das ist natürlich immer noch noch ein Gateway, was für Staaten tatsächlich ein Mittel ist, um da Dinge zu erschweren oder zu verunmöglichen. Allerdings alles andere sind immer, also da werden Dinge in die Welt gesetzt, die so einfach nicht stimmen. Ja. Entschuldigung, also was wollte ich gerade sagen? Wenn zum Beispiel, so ist er gerade einen Punkt verloren. Wir hatten ja von einem Gateway gesprochen, dass natürlich Staaten Genau, eingreifen ja. können, aber wenn ich jetzt zum Beispiel von Krypto in Krypto oder schon in Kryptos bin, Ja. dann wird es sehr schwierig, da überhaupt irgendwas zu verbieten, Genau. ja, weil es gibt nichts mehr, was man Richtig. physisch verbieten kann. Ja. Aber selbst da hat man jetzt zum Beispiel vom ICO-Bann, zum Beispiel in China gehört, dann gehen die Leute eben nach Hongkong, melden da ihre Unternehmung an, wo es die Regeln nicht gibt. Und dann können die Leute über Hongkong-Gesellschaften dann doch wieder was machen. Also das Gute ist, es gibt ja zumindest noch unter Staaten auch einen gewissen Wettbewerb. Und Wettbewerb ist ja grundsätzlich erstmal positive Sache. Das heißt, diese theoretische Annahme, dass zum Beispiel also alle Staaten der Welt, zum Beispiel Bitcoin verbieten würden oder erschweren würden, ist halt eigentlich nicht gegeben. Also zum Beispiel zumindest so ein Kleinststaaten, wie jetzt zum Beispiel auch Singapur, würden da halt nicht mitgehen, weil die sehen, okay, krass, wenn wir es jetzt auch verbieten, dann würden wir uns ja eine große Einkommensquelle ja auch versiegeln, weil da sind ja auch viele Unternehmen, die mit umsetzen und so weiter, auch da wieder Steuern abführen und so weiter und da auch die Wirtschaft florieren lassen. Also diese Annahme gehe ich nicht mit oder die Annahme, dass das komplette Internet abgeschaltet wird, gehe ich auch nicht mit. Dafür hängen auch viel zu viele Sachen mittlerweile am Internet, die auch im aktuellen System gebraucht werden. Also auch mittlerweile SEPA-Überweisungen oder Visa, Mastercard, das geht ja alles nicht mehr ohne Internet. Also wenn Sie das abschalten würden, würden Sie auch Ihre aktuellen Bestrebungen zum bargeldlosen Zentralbankgeld ja auch konterkarieren. Klar. Es könnte eine Sonnenwolke irgendwie kommen, die alle elektronischen Geräte zerstören auf einen Schlag. Dann ist Bitcoin vernichtet, aber so eine Verschwörung oder so, Ich meine, da soweit will ich könnte jetzt man ja nicht. auch realistisch sagen, gehen wir das mal in eine Risikoanalyse ein, wie hoch wäre die Auswirkung? Sehr hoch, alle Bitcoins wären weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in deinem Leben einer EMP-Sonneneruption ausgesetzt bist, ist wahrscheinlich doch sehr gering. Ja, also das ist wahrscheinlich die Chance größer, dass all dein Geld bei der nächsten staatlichen Enteignung für den nächsten Weltkrieg draufgeht. Das ist wahrscheinlich sogar auch statistisch. Sehr viel, genau. Da sollte man einfach nur eine Risikoanalyse machen, genau. Und da merkt man auch sehr schnell, dass diese ganzen Untergangsszenarien, was jetzt die Blockchain betrifft, sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Und dann wird viel eher eine Hyperinflation jetzt eintreten in den nächsten Jahren im Euro-Raum oder so. Das ist dann doch sehr viel wahrscheinlicher. Ich gehe da auf jeden Fall mit dir. Hat auch den Hintergrund, dass ich natürlich auch interessiert bin an dem Thema und es macht mir auch Spaß, mich damit zu beschäftigen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die haben keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Was ja an sich kein Problem wäre, wenn die halt nicht mit Unwahrheiten dann auch jetzt vielleicht auch wirklich gegen Bitcoin und so wettern. Ich habe vorher jetzt gesagt, ich will mal wieder welche loben. Jetzt muss mir wieder jemanden dissen. Hier der Andreas Popp von der Wissensmanufaktur hat gestern auch wieder ein Video rausgehauen, die Bitcoin-Hysterie, und er geht eigentlich überhaupt nicht darauf ein, was das eigentlich Bitcoin ist, sondern er erzählt wieder irgendwas von dieser Tulpenmanie und dass aber Bitcoin und die Blockchain eine Idee ist, die auch, wenn man sie verbietet, nie wieder
weg sein kann, genauso wie das Rad oder die Leuchtstoffröhre. Das ist bei vielen halt nicht drin. Ich habe natürlich auch mich da längst abgefunden. Wer keinen Bock auf Bitcoin hat, ist doch okay. Muss man halt auch nicht investieren. Absolut. Aber du hast für dich einfach auch faktisch in deinem Leben die Vorteile und die Vorzüge der Kryptowährungen genießen können. Das heißt, die können alle reden, was sie wollen. Das wird sich für dich eh nicht ändern, weil du siehst es ja jeden Tag. Ja? Und ich bin mir sicher, ein Herr Popp, der so redet, hat keine Bitcoins. Ja? Es gibt ja auch immer diese No-Coiner, die dann immer am meisten genau, das wollte ich auch sagen. Labern. Mei, das ist auch okay. Ja? Also ich bin generell sehr empfänglich für gute Argumente. Das Problem ist, die typischen Argumente, die auch herangezogen werden, die man ja auch schon zuhauf gehört hat, die sind halt alle, also die überzeugen mich einfach nicht. Also ich würde ja gerne wirklich schon mal ein gutes Argument hören. Also das wären jetzt zum Beispiel Argumente, die auf technischen Aspekten jetzt beruhen, sagen jetzt die ganzen Skalierungsdebatten, die wir haben, also mit diesen Forks, dass Bitcoin Cash jetzt gespalten wird, dass es da ständige Streitereien zwischen den Minern gibt. Wie jetzt das ganze System weiterlaufen soll. Und also da könnte man tatsächlich auch viele Kritikpunkte anbringen, die auch wirklich berechtigt sind. Aber auch in die typischen Medienberichten geht da leider gar nicht mal so weit. Weil da würde ich sofort mit draufspringen und sagen, ja, definitiv, Bitcoin ist noch nicht, so nach dem aktuellen Aufbau ist das noch nicht die Allheillösung oder noch nicht das sozusagen das Endprodukt, wo ich sagen würde, dass 7 Milliarden Menschen gleichzeitig damit gut einen Austausch machen könnten. Auf keinen Fall. Aktuell ist das nicht gegeben. Dafür sind die Fees viel zu hoch, also die Transaktionskosten sind viel zu hoch. Das Netzwerk ist jetzt schon viel zu überlastet. Das heißt, auch eine Transaktion ist sehr langsam geworden. Natürlich immer noch viel schneller als eine Standardüberweisung, aber auch da sind die guten Argumente ja nicht mehr da. Aber warum, das müssen wir halt mit in die Debatte reinbringen. Aber was man ständig hört, sind Bitcoin-Blase und so weiter und so fort. Und dass es halt irgendwie nur noch ein Spekulationsding ist, wo alle hysterisch reingehen. Also das überzeugt mich nicht. Weißt du, ich habe das auch schon mal letztens angesprochen. Ich sehe da schon natürlich auch Parallelen mit dem neuen Markt. Das, was man vielleicht auch als die Internetblase bezeichnen könnte. Ja, wo dann so 2000 einfach jede Firma gesagt hat, jetzt Online-Shop, E-Commerce, wahnsinnig viel Investition. Das ist auch geplatzt, aber das Internet ist ja geblieben. Mhm. Ja, Amazon ist auch geblieben. Google ist geblieben. Das heißt, natürlich gibt es in meinen Augen auch Kryptowährungen, die halt da vielleicht auch so einen Hype mitschwimmen, aber trotzdem, das ist das, was ich mit Idee meine. Ja, also die Blockchain oder auch die Idee der Kryptowährung ist für mich nicht mehr das Hirngespinst und da muss man sich halt Zahlen anschauen. Ja. Aber die es nicht lernen wollen, werden es ja eh nicht lernen. Ist für mich auch überhaupt kein Problem. Also ich habe auch überhaupt gar kein Problem, wenn jemand sagt, ist für mich uninteressant, weil ich mich noch nicht damit beschäftigt habe und wenn ich was kenne, dann fresse ich es nicht. Das würde man ja als Bayer sagen. Und genauso sollte man es eh auch mit seiner Existenz natürlich handhaben. Jetzt hat ein Kumpel, ich habe ja den YouTube-Channel auch schon abonniert, jetzt auch vor kurzem ein Video gemacht, so, wo er sagt, dass er jetzt auch ein bisschen in Gold wieder gegangen ist, einfach nur um vielleicht auch ein bisschen weniger Puls zu haben. Also da geht es wirklich auch darum, wenn man halt wirklich sehr viel seiner Investments im Moment in jeglicher Kryptowährung hat, dann wird man wahrscheinlich alle 2 Stunden aufs Handy schauen und dann hat man halt mal wieder wahnsinnige Schwankungen. Das heißt also, die Mischung macht's und es kommt auch darauf an, was man will. Verstehst du? Wenn du Geld damit verdienen willst, hast du ein ganz anderes Anliegen, wie wenn ich sage, ich will es einfach anstatt meinem Bankkonto jetzt benutzen. Insofern, die Facetten sind da auch zu Recht vorhanden, die könnte man diskutieren. Aber dieses ganze Ding zu verteufeln, also ich bin da bei Weitem nicht mehr, dass ich da mitgehen kann. Vielleicht, weil ich mich damit beschäftigt habe. Ja. Vielleicht noch eine Frage, Steffen, und zwar, Lukas, Steffen ist ja der Nachname, aber macht ja nichts, kann man beides sagen. Herr Steffen hätte ich sagen müssen, Herr Steffen. Kein Problem. Was hast du denn noch so für, sag ich mal, Möglichkeiten gefunden, ortsunabhängig, vielleicht auch ein passives Einkommen zu bekommen, jetzt unabhängig von Kryptowährungen? Bist du so im Affiliate-Geschäft tätig oder bist du im Selling-Amazon-Partner? Gibt es da noch so ein paar einfache Schlagworte, wo man vielleicht mal Leute Ideen geben könnte? Ja, du hast schon 2 Schlagwörter gebracht, die auch genutzt werden. Also Affiliate-Marketing ist natürlich nach wie vor immer noch lukrativ. Da hat man dementsprechend, also jetzt gibt es ja verschiedene Anbieter, die einem, wo man dann entsprechende Affiliate-Links setzen kann. Und dann ist natürlich von
empfohlenen Produkt unterschiedlich, wie hoch die Provisionsausschüttung ist. Ja, aber da kann man auch viel dann auch direkt mit den Leuten, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt auch über einen Podcast mit denen spricht, kann man natürlich mit denen dann auch direkt eine bessere Provision oder so vereinbaren. Also da muss man nicht immer den normalen Weg gehen. Also da kann man natürlich über so Wege oder gibt ja auch viele, die Blogs schreiben oder dann irgendwie Reviews zu Büchern oder sowas und dann entsprechend dann direkt mit den Leuten im Draht sind und dann einfach einen besseren Provision bekommen. Affiliate ist da definitiv immer noch ein super Thema. Was du auch sagst, klar, Amazon Reflinks kennt man ja auch von allen typischen YouTubern. Ihr das kauft ist unter, bei mir, unterstützt mich, es kostet euch nichts genau. Extra. Dass man im Beschreibungsfeld da sagt, hey, das ist hier meine Kameraausstattung oder sowas. Das sieht man ja fast überall. Also klar, dann kriegt man, aber Amazon ist halt eigentlich nicht so attraktiv. Aber gut, wenn das ein großer YouTuber ist, so viele Leute klicken und kaufen, klar, dann irgendwann lohnt sich, aber ich glaube 5-10% Provision ist halt jetzt nicht so die Welt. Und wenn das gerade so bei Amazon eher so kleine Artikel sind, ja, da muss man schon eine gewisse Reichweite haben, dass das sich so richtig rentiert. Ja, aber ansonsten gibt es natürlich, sagen wir, wenn man weniger abhängig sein will jetzt von Amazon oder von anderen Produkten, dann macht man natürlich selbst was. Klar, einen eigenen Blog und darauf aufbauend zum Beispiel erstmal Freebies, dass man sich so einen gewissen User-Kreis aufbaut, dass viele Leser erstmal auch mit Newslettern und so weiter, dass man da einfach mal viele Leute sammelt und dann das auch immer eine größere Reichweite bekommt. Dann schreibt man irgendwann ein eigenes E-Book. Das kann man mittlerweile auch Self-Publishing machen bei Amazon. Man braucht keine, auch als in dem Fall digitaler Nomade, veröffentlichen die Bücher? Verlag. Ja, genau, keine Verlag, klassische Verlage mehr, die das für einen irgendwie publizieren. Das kann man einfach direkt reinsetzen. Das ist auch ein super Weg. Da fallen mir jetzt Millionen Sachen ein. Natürlich gibt es immer noch, über YouTube gibt es natürlich immer noch die Advertisings, die Werbeanzeigen, auch wenn das eher nicht mehr so lukrativ ist. Also da will mir jetzt unzählige Sachen anfallen. Ne? Also ich meine, im Endeffekt wirst du wahrscheinlich auch nicht eine Sache machen und wie du auch schon gesagt hast, so Affiliate-Marketing, das ist im Endeffekt so Werbeeinblendungen zu einem Thema, die dann vielleicht über Google laufen. Es gibt ja auch andere Anbieter. Ich sage jetzt mal, das hat mal besser funktioniert aber immer noch gut. Vielleicht, um das nochmal konkret zu sagen, wenn einer der Zuschauer oder eine Zuschauerin ein Thema hat, in dem die halt verdammt gut sind und interessiert sind, das kann wirklich eine absolute Nische sein, das könnte das Thema sein, Häkeln, weil ihr eure Strickliesel seit der Grundschule noch nicht aus der Hand gegeben habt, dann wäre das schon mal ein Indiz zu sagen, ich schreibe einen Blog zum Thema Häkeln, der dann aber nicht halt nur drei Artikel sein sollte, sondern das sollte wirklich was sein, was kontinuierlich sich mit dem Thema beschäftigt. Und dann wäre das sehr leicht möglich, dort auch Links zu Produkten im Thema Häkeln positioniert zu bekommen. Jetzt könnte man sagen, hey, ich will doch aber keine Litfaßsäule werden. Müsst ihr ja auch nicht. Im Endeffekt ist es einfach eine Art, sein Hobby auch zum Beruf zu machen, dass man einfach sagt, ich generiere dadurch eine Reichweite. Und wenn ihr das einfach nur so macht, ohne dafür was entgegenzubekommen, ist das ja auch okay. Aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und dadurch auch noch Geld verdienen kann, also ich glaube nicht, dass man das irgendwie jemandem vorwirft, weil im Endeffekt steigt der Grad der Glücklichkeit damit, weil ich muss mich nicht mit absolut dummen Themen beschäftigen. Dass die Welt natürlich auch so voller Ideen ist, wie das Internet mittlerweile ist, ist auch klar. Das heißt, ob man jetzt einen eigenen Shop betreibt, wo man vielleicht gehäkelte Sachen verkauft, ja, das könnte man ja auch theoretisch heutzutage sehr leicht, egal von wo aus machen, ob ich zum Beispiel, ich muss ja noch nicht mal Ware haben. Genau, das hab ich auch noch vergessen. Genau, Amazon FBA ist ja auch noch so ein heißes Thema aktuell. Ja. Das heißt, du kaufst Ware, die aber niemals zu dir geschickt wird. Die kostet vielleicht auf Kommission, das weiß ich nicht so genau. Die wird dann von Amazon eingelagert und versendet. Genau, alles was du machen musst, ist am Anfang hast ein Muster bestellen, also du musst natürlich eine Idee haben, welche Produkte ziehen gerade am Markt, genau am besten den Preispunkt treffen, also den Marktpreis treffen, der jetzt ganz okay ist, also ich habe mich da mal kurz mit beschäftigt, aber ich bin da nicht eingestiegen, also ich glaube da war es irgendwie so mit zwischen 10 und 20 Euro Beträge, das sind so die, ist nicht zu wenig, also man verdient ja schon ein bisschen was, aber auch nicht zu viel, das heißt es geht auch schon sehr viel Stückzahl und dann genau solche Produkte
Produkte rausfinden und dann unter einer eigenen Marke, also erstmal aus China sozusagen erstmal importieren. Alibaba heißt das Stichwort, holt man sich ein paar Muster und dann macht man dann sozusagen unter seiner eigenen Marke, verkauft man die dann weiter. Macht ein bisschen was drauf, schlägt ein bisschen was drauf. Also das ist auch eine super, super Sache. Das geht auch komplett ortsunabhängig, wie du sagst, weil die Ware läuft dann außer einmal die Muster und so weiter, läuft dann nichts mehr über deinen Tisch. Das heißt, theoretisch ist da auch alles gegeben für einen ortsunabhängigen Business, ja. Toll. Ja. Und das machen ja auch schon einige. Ja, und wenn du dann zum Beispiel nur den Riecher hast, was gerade halt Produkte sind, die angesagt sind, dann könnt ihr einfach, nur mal blöd gesagt, jemand, der einfach viel auf Amazon abhängt, wäre eher geeignet wie ich, der nie auf Amazon abhängt. Das heißt, mir fehlt so ein bisschen das Gespür von diesem Amazon-Universum. Ein anderes Beispiel, um das einfach auch nochmal zu sagen, ich habe heute ein Online-Seminar gegeben. Das habe ich von hier gemacht, aber das hätte ich auch von Thailand aus machen können. Genauso wie der Lukas jetzt mit mir hier spricht, auch damit kann man natürlich sein Geld verdienen. Das heißt, jede Art der Bildung, der Dienstleistung, seid ihr Musiker, könnt ihr Songs schreiben, egal wo ihr seid, seid ihr Programmierer, dann braucht ihr euren Laptop am Strand und dann hackt ihr den Code wieder. Das ist generell überhaupt der beste Job, ortsunabhängig, ist eigentlich Programmierer sein. Ne? Brauchst halt immer Internet. Ist halt der Hammer, ne? Die Nachfrage nach guten Programmierern ist der Wahnsinn. Also auch als Freelancer ist das, also da wird dir sofort, findest du, kannst dich Vollzeit, einfach Freelancing-mäßig, kannst du dich da überall engagieren. Das ist der Wahnsinn. Also wenn du gut programmieren kannst, dann brauchst du überhaupt nicht mehr irgendwo angestellt zu sein. Also das ist noch ein super, super Einfall. Was du auch sagst mit Seminaren geben oder generell Beratungsgespräche ist auch so ein Thema. Also wenn du selber schon so weit gewachsen bist mit deinem Projekt, irgendwie in deiner Marktnische so groß geworden bist und dass du sozusagen Expertenstatus erlangt hast bei deinen Zuhörern, Zusehern, dann kannst du auch einfach Beratungsgespräche verlangen für deine ganzen Themen, dann Stundenlohn und so weiter. Also man könnte, glaube ich, jetzt noch stundenlang weiterreden, welche Möglichkeiten sich einfach auch online einfach ergeben. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ja, und einfach nur mal, weißt du, wir können ja eh nicht in die Köpfe schauen. Das heißt, jeder hat ja für sich selber auch eine Überlegung, was würde mir Spaß machen, wo habe ich einen Zugang. Aber wenn man sich mal einfach mal befreit von diesen räumlichen Ketten und einfach sagt, was könnte ich eigentlich auch von einem Strand aus machen? Ich möchte dazu einladen, einfach mal sowas gedankenmäßig durchzuspielen. Und dann merkt man, dass es halt auch mehr Optionen gibt. Dann fühlt es sich auch freier an, selbst wenn man es gar nicht macht. Also einfach auch zu wissen, ich könnte, hilft mir manchmal, dass ich nicht traurig bin, dass ich jetzt nicht am Strand bin. Ja. Lukas, jetzt hatte ich vorhin auch schon gesagt, ich würde gerne auch generell nochmal deine verschiedensten Projekte hier nochmal kurz ansprechen. Vielleicht gehen wir nochmal kurz in der Reihe durch. Also es gibt den Podcast, den du nicht ins Leben gerufen hast, aber jetzt durchführst, den also praktisch machst, einmal die Woche, oder? Also den Podcast an sich habe ich schon ins Leben gerufen, aber okay. Das Thema im Hintergrund, das gut bei Matrix Session anschneidet, also dieses staatenlose Leben, eben thematisch sozusagen untermalt, und dann gibt es auch noch Randthemen, die Leute interessieren als Global Citizen. Das ist eben unter anderem auch Travel Hacking, also möglichst günstiges Reisen, gerade wenn man wirklich viel fliegt oder viel Bus oder was weiß ich, viel unterwegs ist, auch Hotels und so weiter. Da gibt es massig auch noch rauszuschlagen über Vielflieger-Themen und Meilen sammeln, was da alles gibt, dass man da viel Geld sparen kann als den klassischen Pauschalurlauber, der da auch sozusagen viel falsch macht, sag ich mal, extrem viel Geld sparen könnte. Das sind so Themen, die auch die Leute interessiert. Dann wie gesagt mit Kryptowährung auch, unter anderem natürlich auch normale Bankkonten, wie kann man weltweit kostenlos Bargeld abheben, welche Bankkonten eignen sich da am besten, dann natürlich Kryptowährung, das noch optimal ergänzen, dieses ortsunabhängige Ding. Und natürlich auch viele Fragen, die Leute beschäftigen. Was ist, wenn ich mich jetzt wirklich selbstständig mache? Wie ist das mit der Unternehmung? Wo gründe ich am besten meine Auslandsfirma? Und was da alles mit zusammenhängt? Da gibt es unendlich viele Fragen, die wir auch da gerne mit abdecken, mit dem ganzen Thema. Gut bei Matrix und dann auch mit dem Podcast. Darüber hinaus habe ich jetzt zusammen mit meiner Freundin schon von Anfang an jetzt einen privaten Blog gemacht. Der heißt Friends of Freedom, freie Freunde. Und das .de von Freunde ist dann .de.
Das ist ganz normal. Also macht man einfach, wie ist unsere Reise, was erleben wir so, schöne Bilder vom Strand und was weiß ich. Also wie man es so kennt, also Zum neidisch machen, ne? ohne großen Hintergedanken, einfach auch jetzt für die Freunde, Familie zu Hause, dass die wissen, uns geht's gut, das erleben wir. Und jetzt, wie gesagt, ganz neu, das Thema mit Kryptowährung, Palms und Coins, dass wir das so ein bisschen auch abtrennen vom Goodbye Matrix, weil eigentlich wollen wir uns ja immer noch schwerpunktmäßig eigentlich mit den genannten Themen beschäftigen, ortsunabhängiger Lifestyle und was dazu gehört. Und dann Kryptowährung war mittlerweile so groß und so penetrant geworden, auch von der Nachfrage her, zu sagen mussten, okay, das trennen wir jetzt besser auch ein bisschen thematisch, und machen das auch größer. Also dann ja, beschäftigen uns da auch intensiver jetzt mit. Und ja, da würde ich mich auch freuen, wenn sich ein paar Leute da finden und uns da auch folgen. Ja, wenn wir auf jeden Fall die ganzen Channels und URLs mit einblenden, auf jeden Fall sind die in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Ihr freut euch natürlich auch immer über Feedback, genauso freue ich mich über Feedback und wer motzt, wird einfach sofort gekickt und gelöscht, aber das ist ja eh immer so. Ich mache natürlich Spaß. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das sieht ja alles ganz cool aus, das hört sich auch super interessant an, hätte man die Möglichkeit, sich auch dann über diese Plattform auch direkt mal bei euch zu melden, vielleicht auch mal mit einer konkreten Frage, so hier, kann ich wirklich in Thailand gebrauchte Socken übers Internet verkaufen oder ist das verboten? Ich hoffe nicht, dass diese Frage kommt, aber ich freue mich natürlich, wenn da auch echte interessierte Menschen sich auch dann bei euch vielleicht auch mal melden können, vielleicht auch zu Themen, die den Podcast betreffen. Ich biete das ja auch immer an. Ich kann dir sagen, die, die es Ja. wirklich ernst meinen, sind eh nicht so viele und denen antworte ich auch wirklich immer gerne. Das zeigt. Absolut, ja. Ja, auf den diversen Seiten, Unterseiten haben wir auch Kontakt. Also auf jeden Fall, schreibt uns, wenn euch irgendwas betrifft. Wir haben jetzt auch zum Beispiel das mit jetzt bewerben beim Podcast. Also wenn du jetzt selber gerade mit einem Thema startest, das noch nicht so groß ist oder eine Geschäftsidee hast, das auch ortsunabhängig gerne betreuen möchtest. Und klar, schreibt uns auch gerne an. Auf der podcast.gutbeimatrix.com-Seite gibt es eine Unterseite jetzt bewerben. Da könnt ihr euch gerne eintragen und uns schreiben. Dann vielleicht auch mal für eine Folge, dass wir zusammen aufnehmen können, sehr gerne. Ansonsten natürlich, wenn Fragen sind, also wir sind ja auch überall auf Social Media zu erreichen, also haben da immer ein offenes Ohr. Super. Und ja, kein Problem. Nee, schön. Von meiner Seite muss ich sagen, war das eigentlich jetzt so der Roundhouse-Kick, den ich dir versprochen hatte. Einfach mal so dieses, Absolut. ich reise zu Hause aus, aber nicht, um das Geld nur aus dem Fenster rauszuhauen, sondern ich verlasse meine Heimat und bin trotzdem noch geschäftlich aktiv, könnten wir sagen. Das heißt, man kann sich ortsabhängig auch um ein Einkommen kümmern. Lukas hat hier eindrucksvoll bewiesen, dass man sowas machen kann, auch wenn man schon. Ich wollte schon fast sagen, eine Banklehre gemacht habe, aber du warst trotzdem sehr konservativ eigentlich schon mal in deinem Industriekaufmann, hast du gesagt, gell? Russ- und Außenhandel, ja, Ja, okay, passt. hört sich genauso langweilig an, auf jeden Fall. Oh. Ich denke mal, du bist wirklich glücklich im Moment mit dem, wie du dein Leben führst. Absolut, ja. Ist es Also auch ich so, und bereue vielleicht das ist nichts. noch eine letzte Frage, wenn alle Stricke reißen, kannst du wieder zurückkommen oder hat man dich schon verstoßen aus dieser Gesellschaft? Klassiker. Ja. Also die Fragen hört man ja öfters, wenn man so sagt, Leute zum ersten Mal mit dem Thema staatenlos und so weiter konfrontiert. Ja, was wäre, wenn, was ist dann? Also grundsätzlich, wenn man sich aus Deutschland abmeldet, das ist ein ganz kleiner bürokratischer Prozess. Man geht zu deinem eigenen kleinen Gemeindeamt, wie das heißt. KVR, Kreisverwaltung, sozusagen. In München heißt das dann so, okay. Geht man hin und dann trägt man das ein und dann ist man abgemeldet. Deutschland glücklicherweise, es gibt ja auch andere Länder wie zum Beispiel in UK, da muss man gleichzeitig auch schon vorzeigen können, dass man sich irgendwo wieder anmeldet. Also in Deutschland ist das so, man kann sich einfach abmelden, ohne erstmal anzugeben, wohin. Also man wird zwar gefragt, aber man kann dann einfach sagen, ja gut, ich bin dann zuerst nach meiner Reise bin ich nach Ungarn und dann nach Malaysia, habe ich irgendwie gesagt, ich wandere jetzt nach Malaysia aus. War alles okay, kein Problem, das ist auch alles easy, ne? Ja. Und dann genauso easy ist der Prozess, sich wieder anzumelden. Geht man dann halt wieder hin nach der gewissen Zeit und meldet sich wieder in Deutschland an und alles easy. So, Man hallo, ich muss bin wieder natürlich. da. Ich würde gerne wieder Steuern zahlen. Ich habe so sehr vermisst. Wäre auch Ja, das blöd, ich, wenn die ich, sagen würden, nee, ich. bitte bleib weg, oder?
Ja, natürlich, die Steuerpflicht ist natürlich dann auf den Tag dann auch gegeben. Das heißt, ich habe mich jetzt Anfang Oktober abgemeldet. Das heißt, ich bin dann natürlich anteilig steuerpflichtig die 10 Monate. Dann wird man so alles macht, Steuererklärung und so, dann kann er nächstes Jahr machen. Der Rest der zahlt halt nicht. Und natürlich die Themen, die immer so ein bisschen sagen, ist ein bisschen kritisch. Ja, man sollte natürlich nachweisen können, weil es gibt eine sogenannte 180-Tage-Regelung in Deutschland. Das heißt, man darf sich dann auch, wenn man abgemeldet ist aus Deutschland, man ist natürlich nach wie vor deutscher Staatsbürger, wird ja auch dann oft gesagt, ja, dann bist du ja irgendwie gar nichts mehr, das stimmt ja nicht. Ich habe nach wie vor meinen Reisepass, einen deutschen Reisepass und so weiter. Also, das ist kein Problem. Du hast nur Ja, aber deinen man muss. Wohnsitz nicht mehr in Deutschland, Genau, ne? Wohnsitz und Staatsbürgerschaft sind ja zwei Paar Schuhe. Da muss man immer noch trennen. Das wird auch gerne oft gesagt, ja, wie, da bist du ja gar nichts mehr, ne? Da bist du gar kein Mensch mehr oder so irgendwie. Aber so weit geht's nicht. Das heißt einfach nur, man sollte sich an die 180-Tage-Regelung halten, also nicht länger als ein halbes Jahr in Deutschland aufhalten. Das kann man natürlich ganz einfach nachweisen durch Flugbuchung, durch Hotelbuchung und so weiter, dass man das auch gut dokumentiert. Das mache ich auch so. Meine Freunde, wir machen da alles. Wir pflegen das alles super ein. Also falls da wirklich irgendwas Finanzamt kommt und sagt, hey, und da irgendwie kritische Nachfragen stellt, hier, wir waren definitiv viel weniger in Deutschland, ein paar Wochen oder so im Jahr, dann ist da auch keine Steuerpflicht zu begründen. Andere Themen sind, man darf keinen ständigen Schlüsselbesitz haben, keine Immobilien, die nicht untervermietet sind. Bankkonten an sich in Deutschland begründen keine Steuerpflicht. Also es gibt da viele Themen, die da schon zu beachten sind. Aber wenn man da drauf achtet, ist das überhaupt kein Thema, ne? Also man ist man halt dann entsprechend wieder steuerpflichtig, wenn man sich anmeldet ab dem Tag. Das ist Ah, auch das kein heißt, großer Akt. diese Angst zu haben, wenn ich gehe, kann ich nie mehr zurückkommen, ist eigentlich nur die eigene Faulheit, dass man halt vielleicht wieder in Deutschland eine Wohnung suchen muss. Behördlich sind da eigentlich kaum Barrieren. Das heißt, Nee, wenn das ist. du deinen Trip beenden solltest, positiven Trip, natürlich, dass du sagst, hey, ich habe jetzt die Schnauze voll vom Reisen, die Welt kennenlernen, dann ist das genauso einfach, wie wenn ich hier innerhalb vom Ort umziehe. Ich glaube, Abmeldung war so 10 Minuten noch nicht mal. Die liebe Frau hat mir da direkt den Stempel gegeben. Genauso einfach, ein ganz normaler behördlicher Prozess am Tag 100 Mal gemacht, ist auch das Anmelden. Klar, kostet ein paar Euro, ne? Und gut, wenn man das nicht mehr aufbringen kann, Dann ist es hat eh man ein schon Problem. wurscht. Ja, Ja, spannend, spannend. Das sind natürlich ab dem Sachen, da. Tag genießt man natürlich dann auch wieder die Vorzüge einer staatlichen Rente und einer staatlichen Krankenvorsorge. Klar, es hat natürlich alles Vor- und Nachteile, ne? Ich meine, das ist ein ganz anderes Thema. Du hast es ja auch am Anfang gesagt, dass eine gewisse Freiheit auch immer eine Verantwortung mit sich bringt, dass man eben nicht mehr immer alles in den Arsch geschoben bekommt, um das jetzt vielleicht mal provokant zu sagen. Aber das ist ja auch das, was man will, und das sollte man sich auch vorher genau überlegen, dass natürlich Absolut, ja. es auch Nachteile Klar, haben also könnte. im Ja. Zweifel gibt es kein Hartz IV, ne? Also auch die trockenen Monate, die müssen dann irgendwie anders Ja. überwunden werden. Klar, gar keine Frage. Also man macht das dann auch wirklich, man ist dann auch wirklich konsequent liberal in allen Belangen. Also man gibt sozusagen weniger, also das stimmt ja auch nicht. In Thailand zum Beispiel zahle ich auch Mehrwertsteuer. Also ich bezahle schon auch Steuern, so ist es ja nicht, aber man gibt weniger und man nimmt dann aber auch entsprechend. Also das ist ja auch, ne, ist ja auch alles dann fair so. Das soll ja auch dann auch so sein. Also dass man, also besser als irgendwelche, die in Hartz IV beziehen und dann in Thailand leben oder so. Die Fälle gibt es ja auch. Also das würde ich persönlich überhaupt nicht unterstützen wollen. Also wenn dann schon, soll man alles sehr sauber und fair lösen. Ja, nach dem Motto ganz oder gar nicht. Ja. Richtig. Freut mich auf jeden Fall. Ist für mich auch wirklich ein Anreiz zu sagen, sollte hier mal wirklich wieder irgendwas in meinem Leben passieren, wäre das immer noch im Hinterkopf, dass ich sage, selbst auch ich würde mir zutrauen, vielleicht auch mein Leben mal komplett nochmal zu ändern. Die Möglichkeit nehme ich mir immer interessanter, auch sowas zu machen. Das Internet war der erste Schritt. Blockchain könnte der nächste sein. Ist es vielleicht auch schon, ja. Ich würde mich freuen, Lukas, wenn wir einfach mal in Kontakt bleiben, vielleicht auch mal bei Besonderheiten nochmal eine Sendung auch zusammen machen. Ich empfehle auf jeden Fall all deine Kanäle, dass sich die Leute nicht Danke, immer sehr nur gerne. mit den negativen Dingen in unserer Gesellschaft beschäftigen, sondern auch mit den Lösungen. Denn was du hier machst, das ist nicht mehr die Analyse der schrecklichen Welt, sondern das ist das, ich hab's verstanden, wir werden beschissen, aber ich mach was anderes. Ja? Richtig. Insofern Genau. goodbye Matrix und ich freue mich, wenn ihr mal wieder einschaltet. Christoph, Ja, bis super, vielen, Christoph, sag ich vielen. schon, Lukas, bis bald. Bis bald, vielen Dank auch, dass du mich eingeladen hast in die Sendung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Super cool. Bis dann, tschüss. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Weißt du, was ich weiß? Dass ich auf dich scheiß. Und deshalb geht's mir gut. Geht es mir so gut. Ja, was ich heute weiß.
es mir so gut. Ja, ja.